Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Kampf hier im Arena Battle 2. Wieder von mir, heute mit einem neuen Team dabei und mit einigen alten Kandidaten, die wir hier sehen. Allerdings sind davon zumindest zwei Sets noch unbekannt. Sogar zweieinhalb, so ein bisschen. Und wir haben Mega Bieber mit dabei. Ein Kandidat, der sich wohl mit am häufigsten gewünscht wurde. Kommt jetzt endlich Mega Bieber mit am Start, mit den Attacken. Lass mich kurz nachgucken. Stachelfinale, damit wir finishen können und auf plus 3 kommen. Schlagbohrer, Kehrtwende und Gifthieb. Mega Bieber hat ja Anpassung als Fähigkeit. Das heißt, die Stab-Moves, Kehrtwende, Gifthieb werden nochmal um 50% verstärkt. Jan Mega ist das Jan Mega, das wir schon öfter dabei hatten. Ohne Schutzschild dieses Mal, also mit Antikraft, Luftschnitt, Spukball und dem Käfergebrumm. Dann haben wir ein Amaldo, das ist ein Walband-Amaldo dieses Mal. Soll so ein bisschen als Wallbreaker dienen. Mit den Attacken Steinkante, Nassschweif, Abschlag und Erdbeben. Dann haben wir ein sehr spezielles Kastellit dabei, was ein bisschen Abfuck ist. Und mit ein bisschen meine ich eine ganze Menge, wenn es klappt. Denn es hat zum einen den Rückentzug, womit das gegnerische Pokémon nicht auswechseln kann. Dann den Sandwirbel. Und ja, Sandwirbel ist nicht verboten im AB. Und ich dachte mir, okay, das nutze ich einfach mal aus und gucke, ob es probiert. Das heißt, wir versuchen, ein physisch angreifendes Pokémon daran zu hindern, zu fliehen. Gehen dann auf Sandwirbel, 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 bis es nicht mehr trifft. Und dann versuchen wir uns mit Hausbruch auf plus 6 hoch zu aufzusetzen. Es trägt die Überreste, um sich zu regenerieren. Und dann haben wir den Feldzug als einzigen offensiven Move. Das Set ist sehr trollig. Mal sehen, ob es irgendwas bringen wird. Dann haben wir Forstelka mit dabei. Dieses Forstelka hat Voltwechsel, Turbodreher und die Tarnsteine. Wie immer, dieses Mal den Leitteiler mit an Bord. Das heißt, nicht die Überreste, sondern den Leitteiler, um uns hochzuheilen. Und die Antifeuerbeere ist mit dabei. So, das heißt, es kann mit Leitteiler alles so ein bisschen schwächen. Tarnsteine, dies, das. Okay. Ist aber nicht dazu da, um Pokémon zu besiegen, sondern mehr so down zu wiggeln. Und dann haben wir noch Aranestro dabei, auch mit einem sehr interessanten Set. Und zwar spielen wir dieses Aranestro Mixed mit dem Set-Kristall Wasser. Dazu die Attacke Blutsauger und dann drei Wassermoves. Zum einen den Aqua-Durchstoß, ganz normal, das heißt einen physischen Angriff. Dann das Siedewasser als speziellen Move, das heißt wir können den Set-Move sowohl speziell als auch physisch einsetzen. Und den Wasserring. Und jetzt habe ich leider vergessen, was der Set-Wasserring macht. Fuck it, ich glaube Verteidigung. Ich glaube, Verteidigung steigern. Damit haben wir auch nochmal ein bisschen Recovery drin. Auch ein sehr experimentelles Set. Es wird so langsam Zeit, diese ganzen Experimente mal auszupacken, die ich mir vor langer Zeit gezüchtet habe. Ich würde sagen, wir gehen rein in den Kampf. Oder zumindest gucken wir mal, gegen wen wir kämpfen. Nämlich gegen die gute alte Lady Kaidos. Die hatte noch keinen Versuch gegen uns und ist momentan mit ihren Drachen unterwegs, soweit ich das weiß. Und hat hier in meiner Statistik einmal gekämpft und einmal gewonnen sogar. Kann aber bei euch natürlich sein, dass da schon häufiger oder mehr passiert ist. Sie hat dabei ein Glurak, ein Gyarados und ein Knackrak. Drei potenzielle Megas, könnte schwierig werden. Mit dazu ein keine Ahnung, nicht Viscago und nicht Viscogon, sondern irgendwas anderes. Dieses ganz, ganz kleine Ding davon, bin ich sehr gespannt drauf. Ein Tandrak und ein Dragoran. Okay, das ist gar nicht mal so uncool. Also damit Stoned irgendwas machen kann, müssen wir erstmal Knackrak aus dem Weg räumen. Nur, ja, vielleicht können wir uns gegen Viscogon, gegen dieses Viscogon kleine Ding da aufsetzen. Das könnte sein, ansonsten ist da vielleicht eher weniger Platz bei. Ja, Bubbles, habe ich mir schon gedacht, gegen Drache wird schwierig werden. Unsere Wasserattacken treffen nicht so vieles. Shoyo könnte relativ wichtig werden, weil da dreimal die Schwäche Gestein mit dabei ist, beziehungsweise zweieinhalbmal, wenn das Gyarados ein Mega ist. Ja, Tommy könnte auch ein bisschen was reißen. Ich würde einfach sagen, beginnen wir vielleicht direkt mit Bieber und hauen eine Kehrtwende raus. Kehrtwende trifft alles. Naja, trifft auch nicht so viel. Also ich glaube, mit dem Team werden wir so unsere Schwierigkeiten haben. Aber die Tarnsteine zu legen, wäre vielleicht gar nicht mal so übel für den Anfang. Das ist, glaube ich, sogar okay. Ich glaube, ich leade mit Monday. Ist zwar offensichtlich, wird wahrscheinlich auch Glurak kommen. Wird Glurak kommen? Ah, vielleicht kommt Glurak. Vielleicht kommt Glurak, dann leade ich mit Bubbles. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Bam, Bubbles, Bubbles, Bubbles. Wenn es Glurak ist, ist es, glaube ich, aber Glurak X. Vermute ich einfach mal. Wäre so meine Prediction. Okay, gehen wir rein. Ich notiere mir die Pokémon. Ich schreibe einfach, ich nenne es jetzt Visco. Wie heißt denn das kleine Ding? Keine Ahnung. Gyarados, Dragoran, Glurak. Oje, 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 oje. Und Knackrak, das macht es nicht besser. Und dann noch ein Tandrak. Ja, ich habe sehr lange keine Arena Battles mehr gemacht. Demzufolge bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt hier laufen wird mit diesem doch sehr, sehr, sehr experimentellen Team. Aber wir haben zumindest Glurak richtig predicted. Von daher mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wollen wir den Switch-Out predicten und einfach mal auf
keine Ahnung, einen Wasserring gehen oder sagen wir, das Ding bleibt drin und geht auf eine Drachenklaue. Weil das kann auch passieren. Ich könnte natürlich auch auf meinen Z-Move gehen, aber den im ersten Zug rauszuballern, ich weiß nicht. Also wenn es Glurak Y ist, er kann eigentlich drin bleiben. Glurak Y wird nicht so viel gegen uns machen. Also sie kann drin bleiben. Aber Glurak X wäre eigentlich schon gar nicht mal so geil. Das wird uns, glaube ich, nicht rausnehmen können. Das wage ich zu bezweifeln, aber es könnte schon gut Schaden machen. Möchte ich den Z-Wasser-Move raushauen? I don't know. Ich hätte, glaube ich, doch lieber mit Fostelka geleadet, oder? Aber vielleicht switcht sie ja einfach raus. Vielleicht switcht sie einfach raus. Ich glaube aber tatsächlich, dass es Glurak X ist. Auf wen würde sie dann switchen vielleicht? Auf Gyarados könnte sie eigentlich ziemlich easy switchen, oder? Drücke ich ein Siedewasser? Drücke ich ein fucking Siedewasser? Ah, das wird nicht viel Schaden machen gegen Glurak X. Und auch gegen Glurak Y wird es natürlich solide Schaden machen. Aber falls sie wechselt, ist Siedewasser besser. Ich gehe mal darauf und hoffe, dass sie nicht drin bleibt. Sie bleibt drin und ist Glurak Y. Ah, okay. Dann wäre es auf jeden Fall besser gewesen, auf den Aqua-Durchstoß zu gehen oder auf den Z-Move. Aber Glurak Y sollte uns nicht so krass gefährlich werden. Ist mir, glaube ich, etwas lieber als Glurak X. Antikraft hat es, okay, als sehr effektiven Move. Das ist aber in Ordnung. Luftschnitt wäre stärker. Hoffentlich bekommt es nur nicht den Push. Dann ist alles in Ordnung. Bekommt es erstmal nicht, okay. Dann kriegst du hier ein Siedewasser ab. Was nicht ganz so viel Damage macht. Ja, gehen wir auf den Z-Aqua-Durchstoß. Sie könnte auf jeden Fall noch eine weitere Runde drin bleiben, glaube ich. Ich glaube, wir gehen jetzt schon auf unseren Z-Move, auf den Z-Aqua-Durchstoß. Let's go. Bleibt sie drin? Ja, sie bleibt drin. Geht auf Antikraft, das überleben wir auf jeden Fall. Wir sind aber natürlich auch schon ein bisschen hart angedamaged. Aber Glurak rauszunehmen ist gar nicht mal so unwichtig. So, da zeigen wir unseren Z-Move. Und der ist dieses Mal physisch. Und das offenbaren wir noch nicht. Das heißt, sie könnte denken, wir sind speziell, voll speziell. Könnte sie, aber es lohnt sich eigentlich nicht, Aranestro voll speziell zu spielen, weil es nicht allzu krassen Movepool hat. Da muss schon fast ein physischer Move noch rein. Außer, na, man kann es voll speziell spielen, wenn man dann eben sowas wie Wasserring, Toxin und so noch mit reinnimmt. Aber gut, wir nehmen Glurak erst einmal raus. Das ist ein solider Beginn. Ich würde nicht sagen, dass es ein guter Beginn ist, aber wir wissen zumindest schon mal, sie hat nur ein normales Gyarados. Wir haben zwar keine Elektroattacke dabei, was der. Da hat auch den Voltwechsel von Fostelka. Der könnte sogar ein bisschen wehtun. Und sie hat auch keinen Mega-Knackrak. Und jetzt kommt Tandrak rein. Okay. Tandrak. Was soll Tandrak jetzt machen? Wahrscheinlich ein Draco-Meteor rauffeuern. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich denke, Monday ist ein solider Switch. Ich glaube, Tandrak kann keine Feuerattacke. Außer Kraftreserve. Und die wird es nicht haben, denke ich. Eine Wasserattacke würde abgeschwächt werden. Von daher sollte Monday eigentlich alles resisten. Und dann kann ich auf einen Leitheiler drücken, um mich wieder hochzuheilen. Ich denke, that's a plan. That's a plan. Schauen wir mal. Monday kommt jedenfalls rein. Mal gucken, wie gut der Leitheiler funktioniert, wie er wird. Okay, Donnerblitz als speziellen Move. Ja, macht auch guten Schaden. Aber von mir aus soll sie jetzt sehr, sehr gerne nochmal auf den Donnerblitz gehen. Weil dann ziehen wir Hekate schon ziemlich runter, was die KP angeht. Vielleicht wechselt sie auch aus. Dann machen wir auch ein bisschen Schaden mit dem Leitheiler. Aber eigentlich kann sie auf einen weiteren Donnerblitz gehen, weil... Why not? Why not? Außer sie hat natürlich was Besseres. Ein Draco-Meteor mit Anpassung könnte sogar stärker sein als ein Donnerblitz, oder? 95. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Donnerblitz ist 90. Draco-Meteor ist 130, 140. Sie hat ein Siedewasser, aber das wird geschwächt. Das kann uns zwar burnen, aber das wird geschwächt. Und wir kriegen den Burn leider. Finde ich jetzt nicht so gut, aber ist auch nicht ganz so schlimm. So, jetzt überleben wir auf jeden Fall eine Runde noch. Wir bekommen leider nicht so krass viel KP dazu und ziehen auch nicht so krass viel KP ab. Ha, gehen wir nochmal auf einen Leitheiler, ist die Frage. Könnten wir eigentlich machen? Weil sie kann eigentlich nicht auswechseln. Das ist für sie nicht wirklich drin, weil dann irgendein anderes Pokémon ordentlich KP verliert. Also muss sie angreifen und... der Draco-Meteor, ich weiß nicht, ob der reichen wird. Könnte, ne? Draco-Meteor ist 130, 140. Ich habe es gerade irgendwie nicht im Kopf. Ich glaube, 130. Bekommt Stab und Anpassung, ist also auf 260 und dann wird wieder ein bisschen was abgezogen. Ja, ein Draco-Meteor würde reichen. Der würde einfach reichen. Das ist ja nicht so schön. Das ist ja gar nicht so cool.
Aber wir haben auch nichts, womit wir das gut abwehren könnten. Bubbles ist zu angeschlagen. Das ist eigentlich keine Option. Probiere ich den Leitteiler nochmal? Ha, Tarnsteine wären schon wichtig. Ich glaube, ich probiere die Tarnsteine zu legen. Ich glaube, ist mir wichtiger. Vielleicht wechselt sie auch raus. Würde zwar nicht viel bringen, aber wer weiß. Es kommt nur der Donnerblitz, okay. Leitteiler wäre jetzt auch cool gewesen, ne? Weil wir hätten dann schon gut Schaden gemacht, aber so haben wir die Tarnsteine draußen. Ja, dieses Hostelka ist schwieriger zu handeln, auf jeden Fall, weil es... Vielleicht mit Überreste wäre es vielleicht doch besser, aber wir haben halt schon Pokémon mit Überreste, nämlich Castellite dabei. Sonst hätte ich das natürlich auch wieder mit Überresten gespielt. Aber das Monday ist nicht so strong. Wenn jetzt wieder ein Donnerblitz kommt, könnten wir eigentlich in... Ja, in wen? Wir haben halt echt nicht viele Switch-In-Möglichkeiten, ne? Wir haben ein paar Pokémon, um Druck zu machen damit. Aber das war's dann auch schon im größten Teil. Oder zum größten Teil. Ja, Bubbles könnte den Donnerblitz vielleicht überleben, aber Oldspeedit dann auch nicht. Ich denke, wir nehmen Monday raus, gehen auf den Leitteiler. Vielleicht predicted sie einen Switch, aber das wäre sehr, sehr riskant. Oh, sogar ein Siedewasser. Ist die Sonne noch draußen? Dann können wir das vielleicht sogar gerade so packen. Nope. Ja, okay. Monday war ein bisschen weggeworfen vielleicht, aber keine Ahnung. Wir haben die Tarnsteine draußen. Ist zumindest besser als nichts. So, wird Shoujo ein Tandrak outspeeden? Das ist jetzt die Frage. Weil dann können wir eigentlich auf ein Erdbeben gehen, ne? Erdbeben trifft Dragoran Garados nicht. Könnten aber auch auf eine Steinkante gehen. Das würde beide wiederum hart treffen. Ha. Aber das wäre eigentlich so die beste Möglichkeit, glaube ich gerade. Tommy kann nicht unbedingt finishen. Stingmon. Mit einem Schlagbohrer eigentlich ja. Mit einem Schlagbohrer können wir eigentlich solide Druck machen. Aber dann ist halt klar eigentlich, dass der Schlagbohrer kommt. Dann ist es nicht so... So random. Ich denke schon, dass Shoujo da besser ist und Shoujo sollte mit, ja, mit 97er Init sollte es eigentlich outspeeden können. Ich denke, wir wählen uns auf die Steinkante. Ich hoffe dann nicht, dass sie von allen Pokémon, sie hat 5 zur Auswahl. Ich hoffe, dass sie nicht ausgerechnet auf Knackrack geht. Weil das würde die Steinkante halt resisten. Ich hoffe, dass sie eher mit Erdbeben rechnet, aber Steinkante ist schon realistischer eigentlich, ne, weil wir ein Gesteins-Pokémon sind. Aber sie ist ein Gift-Pokémon, das heißt, sie könnte auch ein bisschen mehr Angst vor Erdbeben haben. Ich bin gespannt. Vielleicht bleibt sie auch einfach drin. Auch das wäre jetzt nicht unmöglich. Aber ich merke schon, dieses Team, generell so die Teams, die wir als nächstes benutzen werden, die werden nicht die stärksten sein. Die sind so ein bisschen experimenteller, muss man sagen. Deswegen mal gucken, ob wir damit gewinnen können. Wenn nicht, dann können sich die Leute halt über unseren Orden freuen. So, Steinkante kommt, Steinkante trifft, sollte mit Walbahn auf jeden Fall reichen, oder? Ja. Okay, das heißt, Tandrak haben wir dann auch schon mal eliminiert. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich Knackrak. Nehme ich mal an. Gegen Garados. Garados könnte auch kommen, um den Angriff zu senken. Eine Steinkante würde vielleicht trotzdem noch reichen, je nachdem, was für ein Garados es ist. Aber es kommt Irinien. Okay. Irinien, ja. Das Ding werden wir halt auch nicht easy peasy rausnehmen können. Weil wir keine Eisattacke haben. Die Frage ist, ob da ein Erdbeben kommt. Oder nicht. Boah, eigentlich würde ich am liebsten auf Tommy switchen, um das Erdbeben abzuwehren, aber wenn da, keine Ahnung, da muss wahrscheinlich einfach nur eine Gesteinsattacke jetzt kommen. Das trifft ja alles in unserem Team sehr effektiv, von daher wird dann eine Gesteinsattacke kommen. Bringt uns Bubbles noch irgendwas? Vermutlich nicht. Die Frage ist, wie nehmen wir dieses fucking Irinien raus, ne? Stone kann halt dagegen auch nichts machen. Tommy hat einen Lebenorb Käfer gebrochen. Das macht Damage, aber das wird nicht reichen. Aber dann könnte Stingmon halt finishen. Vielleicht hat sie da Angst vor dem Käfer gebrochen oder so. Aber keine Ahnung. Ich muss erstmal auf Aranestro rausgehen, das ja mit dem Set okay war. Es hat mit dem Set Muflurak rausgenommen, aber hätte es mit einem Walband Aqua-Durchstoß wahrscheinlich schon in Runde 1 getan. Keine Ahnung. Ja, Steinkante war sehr, sehr obvious. Einfach, weil das der beste Move gegen uns ist. Es trifft halt alles. Deswegen hätte ich Monday eigentlich auch nicht so easy wegwerfen dürfen. Ja, dann gehen wir auf Tommy. Und Tommy wird mit einem Käfergebrumm hoffentlich sehr, sehr guten Schaden machen. Vielleicht predicted sie sogar, dass wir raus, dass wir erstmal auf Schutzschild gehen, um unsere Init zu steigern. Stimmt, wir outspeeden gar nicht. Wir outspeeden mit Tommy gar nicht unbedingt. Ja, dann haben wir eh schon verloren. Boah, dann ist das Team echt richtig grottig. Ja, wir können doch hoffen, dass die Steinkante daneben geht oder dass sie overpredicted. Let's go. Käfer gebrochen. Sie geht auf die Steinkante und sie trifft. Ja, wow. Hier wäre ein Schutzschild doch besser gewesen.
Habe ich aber nicht drauf gehabt. Oh Gott, das ist ein... Das ist ein richtig mieser Kampf. Ja, Stingmon mit der Kehrtwende. Stingmon. Boah, mit Stingmon alleine und Amaldo wird das mehr als schwierig. Hm. Wir haben halt jetzt nur noch physische Angreife. Wir haben hier zwar noch einen Nassschweif. Oder ein Erdbeben. Ich glaube nicht, dass das mega krass wird hier. Ich glaube nicht, dass wir großartig in Knackhack vorbeikommen. Also zum einen war es schlecht von uns gespielt. Auch nicht vorausschauend gespielt, muss man sagen. Zum anderen, ja, ist es halt einfach ein mäßiges Team. Das wusste ich im Vorhinein. Aber mal gucken. Vielleicht können wir das Ganze ja noch irgendwie drehen. Wäre irgendwie schön, weil das wäre ein ungeiler Kampf. Auf den wäre ich nicht stolz. Den würde ich nicht gerne hochladen. Deswegen mal gucken, ob Mega Bebop vielleicht hier... Aber ich glaube, Hälfte wird es nicht mal... Es ist einfach ein Walschall. Wow, gegen Walschall können wir halt gar nichts machen, ne? Holy shit. Aber drei Standkanten hat es jetzt schon eingesetzt. Drei Stück. Ja. Okay. Okay. I have a plan, my friends. I have a fucking plan. Das heißt, es hat nur noch zwei Steinkanten. Die würden aber gegen Stone reichen. Wenn ich das Ding jetzt mit Rückentzug treffe, dann hat es einfach keine Steinkanten mehr. Außer sie spielt AP Plus drauf, kann natürlich sein. Und wenn davon noch eine daneben geht, könnten wir noch einmal Sandwirbel raushauen. Oder wir gehen sogar auf einen Hausbruch. Erstmal, weil Steinkante finisht sowieso. Und dann kriegen wir den Sandwirbel noch wahrscheinlich heraus. Ja, das machen wir erstmal. Wir gehen auf einen Hausbruch. Sandwirbel-Set ist nice, ne? Okay, sie switcht. Und zwar auf Noble. Und Noble ist... Viscago oder so ähnlich. Okay, dann kann Stone wahrscheinlich sogar ein Pokémon rausnehmen. Das ist interessant. Okay, dann sind wir jetzt auf plus 2. In allen Werten. Also... In Init, Angriff und so weiter. Werden das Ding auf jeden Fall outspeeden und werden da jetzt mit einem Felswurf attackieren können. Und ob das Ding das so gut aushält, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Let's go. Felswurf. Ich hoffe mal, dass es uns jetzt nicht... Okay, es geht auf Schutzschild. Ist in Ordnung. Hätten wir uns nochmal ausbruchen können, theoretisch. Dann wäre aber vorbei gewesen hier. Ja, wir zeigen den Felswurf. Ist in Ordnung. Ich gehe auch weiter auf den Felswurf. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich könnte nochmal auf den zweiten Hausbruch gehen, aber ich denke nicht. Wow, okay, das trägt kein Item. Das trägt keine Evoliten. Okay, das war's mit Noble. Wie auch immer das Ding heißt. Visco ist jedenfalls down. Scooter, alter, Visco. Jetzt drei Pokémon bleiben noch. Dragoran, Gyarados würden wir mit dem Felswurf easy rausnehmen können. Und Nitra kommt rein. Nitra ist das Gyarados und senkt damit unseren Angriff. Bekommen wir auch Tarnstein-Damage. Und outspeeden? Wird es outspeeden? Eigentlich nicht, ne? Wie viel Init hat Stone denn? Ich habe, glaube ich, nicht viel in die Init gepackt. 75, 150er Init. Ich glaube, das ist schneller als Gyarados. Ich glaube, ja. Aber die Robustheit jetzt zu verlieren, wäre nicht so geil. Aber eigentlich sollten wir schneller sein und ein Felshoch auf plus 1 sollte im Normalfall reichen können. Let's go, Felswurf. Come on, Stone, come on! Ja, wir treffen. Okay, wie viel macht es? Ja, okay, da reichen zwei Treffer. Nein! 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 Stoned! What are you doing, bro? Oh, das ist so behindert. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Vor allem war das richtig dumm, auf Hausbruch zu gehen gegen Knackhack, weil wir hätten ja eh nicht outspeedet. Aber egal. Ja. Mann! Das ist echt nicht cool. Das ist echt nicht cool. Weil wir hätten Stone noch so gut gebraucht, um die Steinkanten abzufangen von Knackrack. Weil das Ding outspeedet halt selbst unser Mega-Bibor. Und es wird beide Pokémon one-hitten können mit der Steinkante. Eieieiei. Ganz komischer Kampf, aber ja. Es steht noch nichts fest. Felswurf trifft? Ja. Nitra ist down. Ich hoffe, jetzt kommt Dragoran. Ich hoffe es wirklich. Aber vermutlich kommt jetzt Knackrack.
nehme ich jetzt einfach mal an. Stone jetzt irgendwie noch zu retten oder so bringt halt nichts, ne? Können halt nur hoffen, dass die Steinkante daneben geht. Von dem kleinen Irenien. Aber wahrscheinlich geht es einfach auf Erdbeben, Switch dann raus zu Dragoran. Und dann kann es beide Pokémon von uns outspeeden. Ja, leider können wir das Erdbeben halt auch mit niemandem abfangen. Weil wir nichts Fliegendes mehr haben. Jetzt wäre ein Switch auf ihren Mega mega gut gewesen. Aber ihren Mega ist leider schon down. Deswegen, ja, Wayne. Vielleicht auf Steinkante zu gehen ist dumm. Sie ist vorhin extra rausgewechselt, weil sie die Robustheit kannte. Deswegen wird er jetzt einfach ein Erdbeben kommen. Und das können wir leider Gottes nicht abwehren. Nicht so richtig. Damn it. Ja, ich versuche noch einen Sandwirbel rauszukriegen, aber sie wird nicht auf Steinkante gehen. Sie geht auf Steinhagel und es misst! Aber sie hat Steinhagel noch. Alter, what? Okay, wir gehen auf Sandwirbel. Wir haben Sandwirbel rausbekommen, Leute. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit ist Steinhagel noch ungenauer. Ziemlich ungenau sogar. Aber sie hat einfach Steinhagel. Komm schon, nicht abbrechen jetzt. Boah, da hat die Verbindung gerade ordentlich gestruggelt. Wir hauen einen Sandwirbel raus. Ja, the question is, was nun? Weil das ändert nicht viel. Das macht es nur noch schlimmer, weil sie Steinhagel und Steinkante spielt. Holy shit, Alter. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, Mann. Wird sie wieder switchen? Aber mit Felswurf nehmen wir das Ding halt never ever raus. Das wird halt resisted. Aber vielleicht, eine Kehrtwende hat schon gut Schaden gemacht. Vielleicht mit zwei Felswürfen. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kommt jetzt auch der Switch oder so. Ja! Der Switch kommt! Auf Dione. Und Dione müssten wir jetzt eigentlich rausnehmen können. Weil das bekommt Tarnsteinschaden. Und dadurch hat es keine Multischuppe. Und mit... Okay, wir müssen aber eigentlich outspeeden können. Glaube ich. Ich glaube, Dragoran ist nicht viel schneller als ein Dings. Als ein Gyarados, von daher Felswurf again. Stone macht hier einen merkwürdigen Job, aber einen bisher ganz passablen. Ah, wir brauchen drei Treffer. Schwächenschutz triggert. Komm schon. Bitte dreimal treffen. Nicht wieder nur zweimal, Stone. Mensch, Stone, was ist los mit dir? Ja, das Problem ist... Im Turbo-Tempo... 60er Verteidigung. Turbo-Tempo reicht aus. Shit. Das Ding hat doch locker einen Steinhagel, Steinkante, irgendwas in die Richtung. Ich glaube, durch den Miss jetzt... ist es auf jeden Fall entschieden. Ist das dumm. Ja, weil Bibor wird kein Turbo-Tempo überleben. I don't think so. Wir gehen auf einen Abschlag. Flammenwurf. Oh, speziell. Aber nur neutral. Das packt Shoyo. Nur ist das Problem, dass Knackhack jetzt einfach auf Erdbeben drücken kann. Weil das sind beide Pokémon safe raus. Ja. Das wird beide Pokémon safe rausnehmen. Das ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Kampf jetzt hier gewesen. Ich hoffe mal, dass ein Walbandabschlag reichen wird gegen Irenien. Falls sie auf Steinhagel drückt und misst. Ich kann es nur hoffen. Sie drückt wirklich auf Steinhagel. Das ist ein Fehler. Aber sie kann dadurch trotzdem gewinnen. Aber Erdbeben hätte auch safe beides getötet. Jetzt kann sie mit Steinhagel immerhin noch missen. Was natürlich sehr ungünstig wäre, aber wir haben jetzt auch zweimal nur zwei Treffer bekommen. Einmal gemisst mit Felswurf, also der Felswurf war definitiv nicht auf unserer Seite. Ich meine, sie hat auch ein bisschen was gemisst, aber ganz, ganz komisches Spiel, Mann. Ganz, ganz komisch. Ja, wir gehen auf die Kehrtwende und wenn sie misst, dann haben wir gewonnen. Wenn sie trifft, dann haben wir verloren. Ja, okay. Dann gewinnt sie in diesem sehr strangen Spiel
Aber okay, keine Ahnung, wer jetzt hier mehr, wer weniger Hacks hatte. War auf jeden Fall weder von mir ein gutes Spiel. Und Katos hat es mit dem Steinhagel jetzt hier zum Ende auch nicht so optimal gemacht. Aber okay. Ich glaube schon, dass es mit dem Team durchaus möglich ist, dass wir alle drei Spiele verlieren. Dessen bin ich mir bewusst gewesen, als ich das ausgewählt habe. Von daher war der erste Kampf schon irgendwie besser als erwartet, aber ja, irgendwie trotzdem komisch. Okay, mal gucken, was es in den nächsten zwei Matches so reißen wird, dieses Team. Bisher würde ich sagen, ich benutze es nicht nochmal, aber es kann natürlich noch überzeugen. Je nach Situation, Drachen waren jetzt nicht so das beste Gegenstück und dass sie tatsächlich Steinkante und Steinhagel spielt, ist schon heftig, Mann. Das ist schon heftig. Aber okay, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, Kaidos, zum Gewinn des Wattordens und viel Erfolg weiterhin bei der Ordenjagd. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei einem nächsten Kampf mit Zed Aranestro, Forstelka mit Light Tyler und Castellit mit Sandwirbel. Bis dahin und tschüss.